Den Mount Everest nehmen wir noch mit. Welches ist ein Mount Everest? Mount Everest? Ja. Die war nochmal Gold. Ja, ich hatte auch Gold in Erinnerung. Jetzt haben sie rote Bengal-Basis. Und so Silbergold. Silber und Tracking abgeschaltet. Rote Sterne im Auswurf. Schön hoch. Geht schön hoch. Der Bonuspunkt sind diese wunderschönen roten Sterne. Also leider nicht mehr Gold, aber der Goldene war nicht toll. Ich sag mal, den kann ich durchaus 6,5 geben. Jetzt kommen die römischen Lichter. Ja. Die sind sowieso schön, die kenne ich, die gebe ich durch die Bank 8 Punkte. Mit Goldfontäne? Ja, mit Goldfontäne. Die haben unten schön Goldbrände. Ich gehe mal drauf. Und schon vorbei. Vielleicht gehen wir nächstes Wetter. Was hast du den Läublis gehen, den beiden anderen? 6,5 den goldenen, weil das so einen schönen Effekt hat. Weil Preis-Leistungs-Verhältnis spricht ganz klar dagegen. Ich finde das in der Rekonstruktion, weil so wie die Leute verwenden, wie die Karfen, die stellen den anderen Boden, da geht der Halteeffekt verloren. Korrekt. Du musst den hochstellen. Man muss hochstellen, wenn ja. Und das soll halt auch vielleicht vermerkt werden nach der Gebrauchsanweisung. Unbedingt. Weil so, es ist. Na gut, das ist dann jedem selbst überlassen, ja. Aber es ist trotzdem. Wenn du den nicht hochstellst, fällt der alte Effekt. Und ich glaube, ich habe nicht übertrieben, wenn ich sage, er fällt dieser, als er hochspült. Korrekt, ja. Ja. Also, kein Schein, also die römischen Lichter sind durch die Bank klasse. Also, da kann man nichts sagen. 8 von 10. Definitiv. Das ist der 9, gelbe. Das sind diese goldenen gelben, also ist schön, schön kräftige Farbe. Aber Nico kann das eigentlich recht gut. Komet noch ein bisschen besser. Auch ein Abbieger. Das ist ein Traum. Haben wir schon lange drauf gewartet. Ja. Vor allem dieser wunderschöne Goldbrenner unten drin. Das ist so eine, das ist eine Stoppine, die sie unten reingetan haben, eine offene. Und es gibt diesen schönen Effekt. Und vor allem, was er sieht, da war noch Farben rein. Ja, die waren auch Farben rein. Was er beseitigt haben, von die, also was er von Anfang an im Griff haben, diese Röhling-Krankheit, dass es sich alles ja, richtig, die Großkörper, die Krankheit hat der Torpedo noch, die Nikos, ne, die kommen sofort. Als Blau könnte ein bisschen schöner sein, aber ansonsten sind die, gibt es nichts zu meckern. Die machen sogar nachher Kompliment. Das ist schön. Sehr schön, wunderschön. Diamond, römisches Licht. Diamond, römisches Licht. I don't know, ich weiß nicht, ob das das Großkaliber hier ist. Die 8er oder die. Okay, schönes, ganz helles Rot. Von Anfang an ziemlich hoch. Von Anfang an über 5 Meter, jawohl, jetzt kommen sie noch heftiger. Immer die Frage. Recht gemächliche Schussdauer. Frequenz, meine ich. Steighöhe ist sehr unregelmäßig. Absolut. 8 Schüsse. Der 8 Schüsse. Nee, der kriegt von mir maximal 3,5. Das hat mich etwas enttäuscht. Jetzt kommen die, Filmmaterial im jetzt kommen die, ja, zum Familiensupplement, wunderbar. Jetzt kommen die neuen Bombenrohre, Edition 2010. Mal schauen, was ich da getan habe. Oi. Knall, Abschussknall, sehr dumpf, sehr schön, Zerlegerknall sehr schön, zu wenig Sterne, zu wenig Standzeit. 5 Punkte. Und zu klein für mich. Zu klein, das Bouquet war zu klein. Okay, geben wir 4. 4,5. Hast recht. Silverstar. Dummer Abschuss wieder.
Also gut, dem gebe ich 7. Du gibst 5? Okay, 6. Einigen wir uns auf 6. Ich setze die relativ gern ein, deswegen gebe ich dir wenig Vorschuss auf Wert. Oh! 10! 10. Eindeutig 10, die Blue Star. Sehr geil. Richtig geil. Um zu sagen, Hammer. 10. Das Gold steht länger als sonst, habe ich den Eindruck. Sehr schön. 10. 10 plus. Jetzt haben wir endlich Bilder drin. Die Blue Star, die war.